I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen zu einer weiteren Episode der Flowgrade Show. Und heute geht es um die ketogene Diät. Und ich könnte mir keinen besseren Gast, keine besseren Expertin vorstellen, die uns hierbei unterstützt, dem auf den Grund zu gehen, was es bedeutet, sich ketogen zu ernähren und was alles damit einhergeht. Und zwar ist diese Person Marina Lommel, die Gründerin von Foodpunk, eine ärztlich geprüfte Ernährungswissenschaftlerin und eine absolute Expertin, mit der ich schon auf so mancher Konferenz war, unter anderem schon zweimal auf der Biohacking-Konferenz in Los Angeles, wo wir uns auch das erste Mal dann persönlich kennengelernt haben. Und interessanterweise haben wir uns schon mal vor ein paar Jahren, wo wir beide noch in den Kinderschuhen steckten, unterhalten am Telefon damals. Marina, erinnerst du dich noch? Oh ja, ich hatte dir eine Bewerbung geschickt. Genau, und zwar, ich war damals auch noch ein Ein-Mann-Ding, hatte mich anscheinend so gut präsentiert bei Marina, dass sie meinte, ich könnte schon Leute anstellen. Und da war ich natürlich sehr geehrt, aber es war mir nicht möglich. Und im Endeffekt hat alles super funktioniert, denn ich würde sagen, Lichtgeschwindigkeit hast du ein Following aufgebaut, das wirklich seinesgleichen sucht in dem Bereich und bist mittlerweile, würde ich auch sagen, besonders was ketogene Ernährungspläne angeht, die führende Kraft hierzulande. Das ist definitiv so mein Steckenpferd und da habe ich mir auch meine Nische gesucht, in der ich mich sehr gut auskenne und diese ketogene Ernährung ist ein Thema, das ich halt eben schon seit Jahren intensiv verfolge und mich halt gerade dort immer weiter reingefuchst habe. Wie kam es denn dazu, dass du dich so für Ernährung auch begeistert hast? Ich weiß, du hast es ja studiert auch, aber du warst ja vorher, soweit ich weiß, auch mal beim TV und beim Radio und hast dann den Sprung gemacht zur Ernährungswissenschaftlerin. Wie kam es dazu? Es war gar nicht wirklich ein Sprung, es war mehr alles parallel, würde ich mal sagen. Also ich habe mich schon immer für Ernährung interessiert und habe, ich weiß nicht, früh halt sehr großes Interesse an diesen biochemischen Zusammenhängen gehabt und daraufhin fiel auch mein Entschluss, dass ich wirklich Ernährungswissenschaft studieren wollte. Ich hatte auch überlegt, ob ich Medizin studiere, hatte da auch einen Platz und habe mich aber dann entschieden, ich will wirklich die Biochemie des Menschen wirklich bis ins kleinste Detail, in den kleinsten Stoffwechselweg verstehen. Und das war so die Faszination, warum ich mich dann auch für Ernährungswissenschaft entschieden habe. Aber ich habe parallel immer schon beim Fernsehen und beim Radio gearbeitet, seit ich 16 war. Erst als Studioassistent nennt sich das, später war ich dann mal Aufnahmeleiterin. Und ich hatte parallel zu meinem Studium der Ernährungswissenschaften so viele Interessen in den Medien, in der Journalismusbranche, auch in der Medizin, in Fächern abseits von meinem Studium, dass das auch ein bisschen die Motivation war, warum ich mich für mich persönlich so intensiv mit Ernährung beschäftigt habe. Weil es ist ganz häufig so, auch bei vielen Kommilitonen, die studieren halt was, damit sie später einen Job bekommen. Und mich hat es halt persönlich immer sehr interessiert, wie ich mit Ernährung meine Leistungsfähigkeit steigern kann, weil ich hatte diese vielen Interessen und ich wollte halt davon auf keinen Fall irgendwie runterfahren und bei irgendwas kürzer treten. Ich war halt, ich habe als Aufnahmeleiterin beim Fernsehen gearbeitet, ich habe in der Redaktion, in der Wissenschaftsredaktion beim Radio gearbeitet und später dort moderiert und war CVD, nennt sich das, Chefin vom Dienst. Ich habe in einem Labor gearbeitet und dort an neurodegenerativen Erkrankungen geforscht, zum Beispiel an einem Zellmodell für Parkinson. Ich habe neben meinem Studium unbedingt Zusatzvorlesungen im Bereich Neurobiologie und Neurowissenschaften besuchen wollen. Und das alles geht halt nicht ohne eine ausreichende Power. Und zum Beispiel meine Wochenenden damals zu Studienzeiten sahen aus, dass ich am Freitagmittag in die Arbeit gefahren bin, dann einmal 10 und zweimal 15 Stunden Schichten hatte und quasi von Freitagmittag bis Sonntag erstmal 40 Stunden gearbeitet habe. Und es ging die ganze Zeit sehr, sehr intensiv und ich habe aber gemerkt, dass ich das auf Dauer nicht so durchziehen kann, wenn ich irgendwie mit meinem Körper, wenn ich da nicht den richtigen Fuel habe. Mhm. Und ich wusste durch meine Vorerfahrung, ich habe mich viel mit Logi, viel mit dieser Glücksernährung nach dem glykämischen Index früher beschäftigt gehabt. Ich wusste, so eine tendenziell eine Kohlenhydratreduktion, weniger Kohlenhydrate ist prinzipiell immer gut. Und mein Fehler damals war, dass ich wirklich noch diese eingetrichterte Angst vor Fett hatte
Und ich habe mich kohlenhydratarm ernährt und habe halt durchgepowert diese ganzen Tage. Ich war in der Früh in der Uni, danach im Labor, danach im Radio, danach wieder im Labor, am nächsten Morgen in der Uni. Und die ganze Zeit ging das einfach nur weiter und weiter und weiter. Und ich habe gemerkt, es zehrt mehr und mehr an mir. Und mir fehlt die Konzentration, mir fehlt einfach die Power. Und ich kriege ständig Heißhunger. Und dieser Hunger und dieses Denken müssen an Essen und Nahrung war extrem nervig und ich habe nicht kapiert, ganz lange Zeit, woran das liegt, weil ich dachte, ich ernähre mich gesund, viel Salat, viel gutes Protein und so weiter. Aber der große Fehler war, auf den Salat habe ich halt dann einen Esslöffel Olivenöl gegeben. Und ich bin mehr zufällig zu dieser LCHF-Ernährung. Das war so mein erster Kontakt mit Also für die, Keto die es nicht gestoßen. kennen, Low Carb, High Fat. Low Carb, High Fat, genau. Das hat sehr viele Genau. Parallelen zu Keto. Viele setzen diesen Begriff auch gleich. Und ich bin zu dieser Ernährungsweise gekommen und dachte mir, gut, gib dem Ganzen eine Chance und habe angefangen zu wiegen. Wie viel Fett muss ich denn essen, damit ich auf meine 2000 Kalorien komme? Und das war halt so immens viel. Also ich konnte wirklich in ein Stück Butter reinbeißen auf einmal, ohne dass ich jetzt diese 2000 Kalorien zum Beispiel überschritten hätte. Und habe mir durch das Wiegen am Anfang wirklich antrainiert, wie so meine Ernährung aussehen muss, damit sie eine Low-Carb-Ernährung ist, die aber fitter macht und die nicht ständig diesen Heißhunger auslöst, die nicht zu viel Protein enthält, sondern wirklich nachhaltig volle Power gibt. Und das war für mich damals wirklich massiv erleichternd, weil ich plötzlich von heute auf morgen einfach nie wieder Heißhunger auf irgendwas hatte. Davor wusste ich zwar, irgendwelche Muffins sind schlecht, aber irgendwie haben sie mich trotzdem immer gereizt und es war so ein innerer Kampf, das nicht zu essen. Und dieses ganze Verlangen war halt mit einem Mal wirklich weg und ich hatte Energie ohne Ende einfach. Und das ist auch was, was man merkt, wenn man zum ersten Mal in Ketose ist, dass man sich ein bisschen fühlt wie so ein Duracell-Häschen. Und das war für mich halt einfach so also wirklich die wunderbare Ernährungsform, weil ich plötzlich halt die 40 Stunden am Wochenende arbeiten konnte, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne dass ich abends müde geworden bin, ohne dass ich teilweise Mittagessen gebraucht habe, weil der Körper so gut auf den Fettstoffwechsel trainiert wurde, dass er einfach quasi seine Ernährung und seine Nahrung immer bei sich getragen hat. Und das war wirklich mein persönlicher großer Kontakt mit der ketogenen Ernährung. Und den habe ich halt dann versucht, mit meinem wissenschaftlichen Hintergrund weiter zu vertiefen und auch die Zusammenhänge dahinter zu verstehen, was passiert da, mich besonders in diese Bereiche hineingearbeitet in meinem Studium und dann auch meine Abschlussarbeit über ketogene Ernährung geschrieben, was ein bisschen ein Kampf war, dass ich das genehmigt bekommen habe, aber am Ende war die Professorin dann doch ganz Ach, begeistert. tatsächlich. Ja, das glaube ich. Besonders nach dem, was sie bestimmt jetzt sieht, was aus dir geworden ist und was du gerade tust und wie vielen Leuten du hilfst, Ah, ich glaube ich, glaube, die dass. sind, die interessiert das gar nicht so sehr, die sind noch sehr auf der DGE-Schiene. Ah, Vielleicht. okay. Ja, das kennen wir aus dem Bereich. Aber ja, man muss halt die Bereiche auch so ein bisschen aufbrechen. Und ich finde schon auch in unserem Bereich, ich kam ja auch gerade, ich war auf der Paleo FX in Austin vor kurzem. Cool, Und ja, habe dort ich ganz viele ist Bilder jetzt. gesehen. Genau, und auch im Paleo-Bereich hat man dieses Jahr schon gemerkt, diese ketogene Ernährungsweise ist gerade so jetzt der neueste Trend. Also nachdem so, ich würde sagen Paleo, wo halt noch, also man kann sich ja auch kohlenhydratreich ernähren in der Paleo-Ernährung, aber Vollkommen, ja. dieses Jahr war es wirklich so, also das Wort Ketose ist oft gefallen. Und jetzt glaube ich allerdings, dass es oft so ein bisschen um sich geworfen wird, ohne dass die Leute wirklich genau wissen, was bedeutet. Du hast gerade schon erwähnt, es wird oft gleichgesetzt mit Low Carb, High Fat. Ist es dann tatsächlich so oder ab wann sprichst du jetzt von dem Zustand der Ketose? Also viele definieren eine ketogene Diät, indem sie sagen, man isst unter 30 Gramm Kohlenhydrate oder unter 20 Gramm Kohlenhydrate oder unter 50. Ganz verschieden. Das ist alles per se jetzt keine ketogene Diät, sondern die ketogene Diät entsteht dann, wenn aufgrund einer bestimmten Ernährungsweise im Körper Ketonkörper produziert werden. Ketose ist dann, wenn im Körper der Spiegel an Ketonkörpern im Blut steigt und nicht, wenn ich mich unter 30 Gramm Kohlenhydrat ernähre. Das hat meistens zur Folge, dass der Ketonkörperspiegel im Blut steigt, ist aber nicht die Definition für die ketogene Diät, sondern die Definition ist, dass meine Ketonkörperkonzentration im Blut über einen bestimmten Wert steigt, den so ein Otto-Normal-Mensch hat, der fünfmal am Tag Kaffee und Kuchen und panierten Fisch mittags mit Bratkartoffeln isst. Für die Nerds unter uns, wie viel, weißt du zufällig den genauen Spiegel, ab wann generell von einer Ketose Also gesprochen wird? bei einem normalen Menschen, der sich ganz otto normal isst, der isst vielleicht mal, hat
leicht erhöhte Spiegel, wenn er über Nacht zum Beispiel nichts isst oder wenn er 5 Stunden mal nichts isst. Da bewegen wir uns aber maximal in einem Bereich, wo es um 0,2 geht und wirklich um einen ketogenen Zustand, um eine Ketose spricht man eigentlich erst ab 0,5 Millimol pro Liter im Blut mit einer Nutritional Ketosis, also mit einer Ketose, die ich erreiche, dadurch, dass ich mich auf eine bestimmte Weise ernähre, in der Regel sehr kohlenhydratarm, damit komme ich vielleicht um Werte bis 3-4 Millimol pro Liter maximal, wenn man wirklich fastet oder sich wirklich sehr intensiv mit MCT-Öl ernährt, kann man auch Werte erreichen bis 6 Millimol pro Liter. Und dann gibt es noch die sogenannte Ketoazidose. Das ist wirklich ein gefährlicher Stoffwechselzustand, bei dem die Konzentration der Ketonkörper gewissermaßen aus dem Ruder läuft und auf bis zu 25 Millimol pro Liter ansteigen kann. Das ist tatsächlich gefährlich, aber viele werfen das in einen Topf mit normaler Ketose. Die geht aber, kann nicht so hoch ansteigen, denn bei einem gesunden Menschen wird ab einer bestimmten Konzentration an Ketonkörpern im Blut Insulin ausgeschüttet. Und das führt dazu, dass diese Ketonkörper, die einfach zu viel sind, über den Urin ausgeschüttet werden. Das heißt, beim gesunden Menschen kann es nicht passieren, dass die Werte auf ein so hohes Level steigen können, dass es ungesund wird. Das passiert zum Beispiel bei Alkoholismus kann es passieren oder bei Diabetes Typ 1 bei absolutem Insulinmangel. Wenn die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produzieren kann und diese Ketonkörperproduktion und diese Ketonkörperkonzentration keine Barriere mehr entgegenwirkt. Mhm. Aber auch ein Diabetes Typ 1 Patient, der spritzt meist Insulin und wenn das dann richtig dosiert ist, können auch seine Ketonkörperwerte nicht mehr so ungesund hoch ansteigen. Da muss man dann differenzieren zwischen gesunder Ketose, die absolut natürlich und ungefährlich ist, und diesem Zustand der Ketoazidose. Das ist total interessant, weil ich glaube, da herrscht viel Halbwissen in dem Bereich und viele sprechen immer, ah ja, Ketoazidose ist so gefährlich. Aber jetzt, wie ich dich verstanden habe, nochmal zu rekapitulieren, ist es wirklich zum Beispiel eine Unfähigkeit, Insulin zu produzieren, kann dazu führen, dass man eben in die gefährliche Ketoazidose kommt. Allerdings ein normal gesunder Mensch wird einfach mehr Insulin produzieren und die überflüssigen Ketonkörper durch den Urin ausscheiden. Genau, weil Ketonkörper triggern auch in einem gewissen Maße diese Insulinausschüttung. So wie es Glucose tut, die macht das viel stärker. Ketonkörper machen das in einem gewissen Maße und dadurch wird dieser Wert in natürlichen Schranken gehalten. Und solange die Bauchspeicheldrüse wunderbar gesund ist, kann da eigentlich nichts passieren. Wahnsinn, also total interessant. Also 30 Gramm. Weißt du zufällig deinen Ketonwert im Moment, so im Schnitt? Ich messe nicht mehr, weil ich habe anfangs wirklich mehrmals am Tag gemessen, über mehrere Monate hinweg. Mittlerweile weiß ich aber, wie es sich anfühlt, wenn ich in Ketose bin. Und ich weiß auch, wie ich mich ernähren muss, dass ich in Ketose bin. Und da kann man sich auf Dauer, wenn man da ausreichend Erfahrung hat, auch die hohen Kosten der Teststreifen sparen, was ich zum Beispiel mache. Aber ich denke mal, ich bewege mich gerne in einem nicht allzu hohen Bereich, weil man festgestellt hat, dass viel höhere Werte nicht immer unbedingt viel mehr Vorteile haben. 1,5 bis 2,0 Millimol pro Liter, würde ich sagen, habe ich jetzt gerade. Okay, wow. Also spürst du es auch immer tatsächlich, wenn du einen gewissen Wert erreichst? Kannst du ungefähr dann sagen, ah, jetzt bin ich bei 1,5 und drin oder so? Nein, aber ich weiß aus der Vergangenheit, aus Experimenten, in denen ich mich so ernährt habe, wie ich es jetzt tue, dass ich ungefähr diesen Wert erreicht habe. Okay. Genau, und man spürt aber auch, wann man auf jeden Fall in Ketose ist und wann man eigentlich nicht in Ketose ist. Das merkt man dann auch sehr deutlich, wenn man die Erfahrung mal gemacht hat. Was bedeutet nun, wenn jemand ketoadaptiert ist? Das ist ja ein Unterschied zu sich in der Ketose befinden. Kannst du das kurz erklären? Es ist ja so, dass diese Ketonkörper, die in der Leber produziert werden, weil sehr viel Fett abgebaut wird. Und Fett ist halt super schlecht wasserlöslich, deswegen braucht der Körper irgendwie einen wasserlöslichen Transmitter, der diese Energie aus dem Fett im gesamten Körper verteilen kann. Und da wird ein Teil des Fettes in der Leber zu Ketonkörpern umgewandelt, durch biochemische Reaktionen weiterverwandelt. Diese Ketonkörper gelangen dann ins Blut und können dann eben Muskel, Herzmuskel oder das Gehirn versorgen. Und da ist es so, dass das Gehirn nicht ab Tag 1, wenn Ketonkörper vorhanden sind, alle Ketonkörper zu 100% auch nutzen kann, sondern das Gehirn braucht diese Ketoadaption. Auch andere Gewebe im Körper müssen erst ketoadaptiert werden. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mir in mein Blut, in meinen Arm hier schön eine Dosis Ketonkörper spritzen würde,
würde ich die wahrscheinlich zu einem großen Teil durch den Urin wieder ausschütten, weil mein Gehirn, mein Herzmuskel, meine Muskeln noch gar nicht wissen, was sie damit wirklich anfangen sollen. Und erst wenn das trainiert ist, wenn der Körper merkt, aha, hier ist ein neuer Brennstoff, den ich abbauen kann, dann werden die entsprechenden Enzyme gebildet für diesen Stoffwechselweg. Und mit der Zeit wird das immer, immer besser. Und es kann tatsächlich bis zu 3 Monate strenger ketogener Diät erfordern, bis das Gehirn vollständig die komplette Power der Ketonkörper auch nutzen kann. Wow. Ich habe gehört, dass bei Athleten es teilweise bis zu 2 Jahren dauern kann, bis alle Muskeln soweit ketoadaptiert sind, dass sie wirklich dasselbe Leistungslevel wieder bringen wie vorher noch auf Glucose. Ja, genau. Also ich habe selber ja auch mit strenger ketogener Diät rumprobiert und ich war ein bisschen schockiert dann, weil mein Leistungslevel, meine Muskelkraft tatsächlich gelitten hat. Geht erstmal weg, ja. Allerdings war auch, ich glaube, ich hatte auch zu wenig Fett gegessen einfach. Ich habe dann abgenommen und ich habe es dann zugeschrieben, ich hatte damals einen Artikel gefunden, wo die Firma Inside Tracker, vielleicht kennst du die machen so Bluttests, in den USA, aus Boston kommen die, und der Gründer meinte, dass bei Athleten es doch zu empfehlen sei. Das wurde allerdings mittlerweile wieder widerlegt. Er meinte, also ohne Kohlenhydrate geht nicht und sonst würden die Testosteronspiegel so stark senken. Und das hatte ich dann auch beobachtet. Allerdings habe ich dann einen Follow-up-Test gemacht und habe gemerkt, es waren nicht die Kohlenhydrate, es waren die Kalorien. Ich hatte einfach zu wenig Fett gegessen. Die zu gering waren bei dir. Genau. Ja. Ich hatte einfach nicht genug Fett gegessen, weil das total unüblich ist. Und ich glaube, das ist auch jedem, der mit der ketogenen Ernährung anfängt, erstmal unangenehm, weil man auf einmal so viel Fett isst. Und wir sind alle noch aufgewachsen. Ich war fast schon schockiert, als ich gesehen habe, ich muss ja am Tag hier eine Packung Butter fast wegmampfen, zusätzlich zu meinem Gemüse und meinem Fleisch. Und da hast du halt sehr viel schönes Gemüse kochen können, da konntest du es wunderbar drin verstecken. Geht auch mit dem Bulletproof-Coffee super, aber am Anfang ist das definitiv sehr ungewohnt. Genau, und so ein Bulletproof-Coffee, das ist eben der Kaffee, den bei der Bulletproof-Konferenz immer im Überfluss vorhanden ist, der mit Butter und MCT-Öl getrunken wird. Also ich habe mal ausgerechnet, eine Tasse im Schnitt, so 220 Milliliter, hat etwa 350 Kalorien, so um den Daumen gepeilt. Ich glaube, meine hat mehr, wenn ich ihn trinke, aber das hängt ja davon ab, wie viel. Genau, wie viel Öl und Butter du nimmst. Und wie viel es mal reingibt, ja. Aber sagen wir im Schnitt, wenn es eine kleine Tasse ist, zwischen 300 und 400 Kalorien, davon muss man ja dann auch erst mal 6, 7 trinken, bis man auf 2000 Kalorien kommt. Und das ist, ich brauche 4000 Kalorien am Tag, also als 2 Meter Sportler jetzt. Ja. Und das ist schon eine Menge Fett. Und deswegen, also zu meiner nächsten Frage. Gibt es denn einen Zeitpunkt, wo man, oder ein Verhältnis von zu viel Fett in der Ernährung? Und hat das negative Auswirkungen? Das kann man so pauschal tatsächlich nicht sagen. Also da werde ich mich davor hüten, jetzt einen konkreten Wert zu sagen, eine konkrete Grammangabe, ab der es zu viel ist. Das ist wirklich komplett individuell. Und es hängt eben davon ab, wie viel du verbrennst. Wenn du es zu 100% wieder verbrennst durch deine Aktivität, kann es eigentlich keinen Schaden anrichten. Du wirst aber merken, dass nachdem du es aufgenommen hast, der Cholesterinspiegel zeitweise steigt, weil es muss ja transportiert werden im Körper, das Fett. Und da sind eben diese Cholesterinpartikel das Transportmittel einfach. Aber es gibt keine konkrete Zahl, die ich dir jetzt nennen kann, ab der es irgendwie zu viel, zu schädlich wird. Da muss man wirklich im Einzelfall schauen, was ist vielleicht noch an der Ernährung noch zu optimieren. Und deswegen sollte man definitiv auch regelmäßige Blutbilder machen, um einfach dort im Bilde zu bleiben und zu schauen, wie entwickelt sich mein Körper. Fahre ich vielleicht in die falsche Richtung? Okay, sehr gut. Zählst du denn Kalorien persönlich? Ich tracke nicht mit, ich zähle keine Kalorien. Das habe ich früher tatsächlich gemacht, als ich auch die Umstellung zum ersten Mal gemacht habe, hatte ich parallel so ein Armband getragen, so ein Sensewear-Armband, was wirklich sehr genau feststellen kann, wie viel du verbrauchst. Dann habe ich auch festgestellt, ich brauche teilweise an so einem aktiven Tag, wo ich arbeite im Fernsehen und rumlaufe, 3200 Kalorien. Hätte ich vorher auch nicht gedacht. Dem habe ich mich dann eben damals angepasst mit der Menge, die ich esse. Mittlerweile zähle ich entweder A, gar nicht mehr und tracke überhaupt nicht, oder B, ich halte mich für einen gewissen Zeitraum an meinen eigenen Ernährungsplan, der schon vorab quasi auf eine gewisse Menge an Kalorien zugeschnitten ist. Und damit zähle ich indirekt Kalorien. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Ernährungsplan zusammenbaue für mich selbst mit 2400 Kalorien, dann
zähle ich sie zwar nicht Tag für Tag, sondern ich habe halt quasi die Vorlage, die schon so vorbereitet ist. Aber das mache ich auch nur für einen begrenzten Zeitraum, zum Beispiel 30 Tage, wenn ich was Bestimmtes erreichen will. Aber dauerhaft, da habe ich mittlerweile echt ein sehr, sehr gutes Gefühl entwickelt, wo ich nicht mehr aufwendig tracken und messen muss. Okay, super. Gibt es denn auch Menschen, die denen du nicht unbedingt die ketogene Ernährung empfehlen würdest? Das Spannende ist, dass die ketogene Diät dich nicht unbedingt immer zu deiner Idealfigur bringen wird. Übergewichtige nehmen ratzfatz ab. Da schmilzt das Fett unendlich und die kommen gar nicht hinterher. So schnell funktioniert das und sie halten das dann auch dauerhaft. Das werden wir Schwieriger wird als es. Soundbite übrigens nehmen, wenn wir diesen Podcast anteasern, dass es Fett wegschmilzt. Ich glaube, das Ja. würden sehr, sehr viele sehr gerne hören. Ja. Also tatsächlich ist es so, dass bei vielen Übergewichtigen diese Diät greift wahnsinnig gut. Schwieriger wird es dann, wenn du so um das Normalgewicht herum bist und dann vielleicht noch 3 Kilo abnehmen möchtest. Wenn du untergewichtig bist, ist ganz häufig der Fall, dass du sogar zunimmst durch diese ketogene Ernährung, weil sie hat wohl einen gewichtsnormalisierenden Effekt. Wenn du einfach zu wenig wiegst, wird dein Körper so lange doch weiter Fett speichern, bis du auf einem Punkt bist, wo der Körper sagt, hey, jetzt bin ich ein fitter, gesunder Körper, der optimal versorgt ist, um zum Beispiel Nachkommen zu bekommen und ein Kind zu versorgen und so weiter. Das ist gerade bei Frauen für den Körper so das Ideallevel, wo er hin will. Und das ist für uns Frauen nicht immer der Punkt figürlich, an dem wir sein wollen. Denn ich denke mal, die meisten Körper finden ihr Idealgewicht, wo sie sich am gesündesten fühlen. Jetzt plakativ gesagt, ohne dass der Körper jetzt bewusst darüber nachdenkt, was sein Idealgewicht ist. Das funktioniert über hormonelle Regelkreise. Aber die meisten Körper finden so ihr Idealgewicht bei am oberen Ende des Normalgewichts, würde ich mal sagen. Und die meisten Frauen würden sich, glaube ich, lieber am unteren Ende des Normalgewichts sehen. Und da muss man dann nochmal gezielter arbeiten, zum Beispiel mit gewissen Refeeds, wo man einen Tag pro Woche wirklich mit den Kohlenhydraten, gesunden Kohlenhydraten hochgeht und ein gewisses Hormon namens Leptin wieder boostet, was die Schilddrüse boostet, was den Stoffwechsel wieder ankurbelt. Gerade bei Normalgewichtigen kannst du nicht sagen, ich gehe jetzt auf ketogene Diät und nehme pro Woche 1 Kilo ab. Das ist wirklich schwieriger dort, weil der Körper einfach ein anderes Idealgewicht hat als wir so optisch oft. Ja, ist verstanden. Also zum einen meintest du ja auch, es dauert bis zu 3 Monate, bis man wirklich total keto-adaptiert ist. Es ist also keine Quick-Fix-Diät. Es ist jetzt keine, wo man sagen kann, ich will jetzt mal schnell meine Sommerfigur haben und ich fahre nächste Woche auf Malle und fange jetzt mal Keto an für eine Woche und esse Wo, nichts. genau, also kurzfristig das machen bringt gar nichts, aber wenn du übergewichtig bist, nimmst du durchaus auch schon ab der ersten Woche sehr gut ab. Es dauert bloß, bis dein Gehirn wieder voll fit ist. Oder wie du sagst, wenn du Sport machst, dauert es einfach, bis du dein volles Potenzial wieder beim Training nutzen kannst. Aber abnehmen, das klappt schon früher. Nun würde ich auch noch mal gerne eintauchen in die Gruppen, denen es besonders gut tut, weil ich hatte neulich einen Podcast von Ben Greenfield, der mittlerweile ja auch ein Kumpel ist, angehört und der hat mit Dr. Veach gesprochen, auch einem der vorreitenden irgendwie Ketonexperten in den USA. Und dessen Partner hat Parkinson und hat gemeint, dass die Symptome enorm gut managebar wären auf einer ketogenen Diät. Nun, wir wissen genau, Parkinson bei diversen anderen Volkskrankheiten ist es auch von großer Hilfe. Alzheimer, Multiple Sklerose ist es in, also da steckt die Forschung wirklich in den Kinderschuhen. Gerade bei Parkinson und Multiple Sklerose und Alzheimer habe ich sehr viele Kunden, die jetzt zum Beispiel zu mir zum Personal Coaching kommen und sich dort beraten lassen in dieser Ernährungsweise, weil es eben viele einzelne Informationen gibt, dass es helfen kann. Aber in den Bereichen dürfte ich jetzt zum Beispiel als Wissenschaftler nicht sagen, es hilft, weil da die Forschung noch zu sehr in den Kinderschuhen ist. Wo es aber ganz klar als Intervention, als unterstützende Maßnahme zugelassen ist, ist bei Epilepsie. Da ist wirklich die ketogene Diät seit 1900x, 1910 wirklich ein anerkanntes Medikament, nenne ich es jetzt mal, eine anerkannte Maßnahme gegen Epilepsie. Und so wurde sie auch erfunden, übrigens, über die Behandlung von Epilepsie bei Kindern. Genau, das hattest du mir damals bei unserem ersten Versuch, einen Podcast aufzunehmen, wo ich das Mikrofon so schlecht eingestellt habe. Stimmt, auf der in Los Angeles, im In Los Bulletproof Coffee Angeles. Shop.
Genau, damals hatten Marina und ich schon mal einen Versuch gewagt und ich bin eigentlich ganz froh, dass das nicht so hingehauen hat, weil ich glaube, jetzt tauchen wir noch viel mehr ein und ich finde es total spannend. Ja, das war dort ein bisschen auch viel Trubel um uns rum. Genau, ja. Nee, also wirklich spannendes Thema. Noch eine Sache, die mich interessieren würde. Ich habe ja auch ein bisschen in die Community gefragt bei uns, was Leute so interessiert und es kamen so ein paar Fragen, unter anderem eine war der Unterschied zwischen Frauen und Männern. Bei Frauen und Männern, die sich ketogen ernähren, gibt es da tatsächlich Unterschiede oder ist es immer noch sehr individuell von Typ zu Typ ganz unterschiedlich? Also die Sache ist die, dass vor allem viele Frauen sich ketogen ernähren, um wirklich abzunehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel unter meinen Kunden viel mehr Frauen als Männer und dadurch auch eine größere Forschungspopulation, sozusagen eine Studienpopulation jetzt unter meinen Kunden, die tatsächlich weitgehend Frauen sind. Es ist aber tatsächlich so, dass die ketogene Diät was auch mit den Hormonen im Körper macht und das weibliche hormonelle Gleichgewicht ist da viel filigraner als das Gleichgewicht bei Männern. Also bei Frauen kann es tatsächlich eher mal passieren, dass die ketogene Diät oder auch intermittierendes Fasten einen Stressfaktor darstellt, was dann vielleicht bei der Einzelperson, die sowieso schon sehr belastet ist, dazu führen kann, dass die Periode ausbleibt. Ganz in Extremfällen, dass tatsächlich Haare ausfallen, dass man auch zunimmt, weil der weibliche Organismus einfach von der Hormonsituation viel filigraner eingestellt ist. Und Männer sind da, glaube ich, oder man weiß es, Männer sind da stressresistenter, Männer können mehr Cortisol im Körper leichter ab und kommen auch zum Beispiel mit intermittierendem Fasten viel besser klar und länger klar. Und bei Frauen ist es zum Beispiel auch so, sagt ja auch Dave Asprey, sie sollten nicht jeden Tag intermittierendes Fasten machen, sondern 3 bis 4 Mal pro Woche, weil für den weiblichen Organismus, für die hormonelle Situation es auch gut ist, wenn ab und zu mal morgens Protein direkt reinkommt oder wenn man abends mal Kohlenhydrate zuführt. Und gerade bei Frauen, die jetzt schwanger werden wollen oder schwanger sind, sollte man gegebenenfalls auch nicht unbedingt eine ketogene Diät durchziehen, weil die Fertilität, also die Fruchtbarkeit, durchaus auch davon profitiert, wenn man abends gezielt noch gesunde Kohlenhydrate isst. Oder ein Refeed einmal die Woche macht mindestens. Also da gehört ja schon ein Haufen Wissen dazu. Wenn jetzt, sagen wir mal, wir haben weibliche Zuhörer und eine davon will sich jetzt ketogen ernähren, wo würdest du sie hinleiten? Und ich habe eine große Vermutung, wo ich sie hinleiten würde, deswegen mach ruhig Eigenwerbung. Aber, nein, du, ich bin absolut nicht gern der Typ für Eigenwerbung. Was kann ich dieser Frau denn an die Hand geben, ohne dass sie sich jetzt einen Experten sucht? Na, aber also ich würde so zum Beispiel, ich würde ihr empfehlen tatsächlich, ich würde sie zu dir schicken. Ich würde sagen, such dir auf jeden Fall einen Experten. Ob das jetzt ich bin, ob das jemand anders ist, der sich sehr gut auskennt, das sei dahingestellt. Aber ich kenne viele Menschen, die haben so eine LCHF, Low Carb High Fat Ernährung oder eine ketogene Ernährung auf eigene Faust gemacht und die sind jetzt bei mir und haben im Eigenversuch 20 Kilo zugenommen. Das ist dann einem vielleicht auch sehr spät aufgefallen, dass man jetzt 20 Kilo zugenommen hat, wenn man dann erst irgendwie sich Unterstützung sucht, aber es ist sehr viel Halbwissen verbreitet und die ketogene Diät ist ein sehr mächtiges Tool, aber es kann halt wie jedes mächtige Tool auch manchmal Nebenwirkungen haben. Und deswegen finde ich, das komplett ohne Vorwissen auf eigene Faust zu machen, wie es oft der Fall ist, wenn jemand das erste Mal einen Artikel liest zu LCHF und wow, du kannst jetzt total viel Fett essen und super Sahne und super Käse und hau rein, das kann Nebenwirkungen haben. Also ich habe da oft schon Dinge in Foren gelesen wie, oh, ich habe jetzt blöderweise auf dem Jahrmarkt eine Bratwurst mit Semmel gegessen. Da war jetzt das Verhältnis von Fett und Kohlenhydraten nicht so gut. Also habe ich extra nochmal eine Bratwurst hinterher gegessen, damit es wieder passt. Das ist schwierig. Und ganz häufig wird halt auch propagiert, hey, komm, wenn du dich jetzt ketogen ernährst, dann kannst du futtern ohne Ende und dir wird nichts passieren und dein Stoffwechsel läuft auf Hochtouren und du verbrennst das ganze Fett einfach. So einfach ist es nicht. Das funktioniert dann, wenn man wirklich ganz genau drauf hört, wo liegt denn mein Sättigungsgefühl. Wenn man das schon verlernt hat und wenn man es einfach gewohnt ist, immer zu stopfen, bis der Magen wirklich am Platzen ist, dann wird man mit einer ketogenen Ernährung sehr schnell sehr, sehr viel zunehmen, weil es einfach der falsche Ansatz ist. Also prinzipiell, wenn jetzt irgendwie eine Frau sagt, ich möchte umstellen, soll sie die Kohlenhydrate, wenn sie zählt, erstmal nicht weiter runterfahren als auf 30 Gramm. Mehr Fett essen, aber auch wirklich dann aufhören, wenn sie nicht mehr hungrig ist.
nicht erst dann, wenn sie pappsatt ist, sondern wirklich, wenn sie nicht mehr hungrig ist. Denn so zwischen diesem pappsatt und nicht mehr hungrig können dann noch einige hundert Kalorien reinpassen, die dann im Zweifelsfall dazu führen, dass Nebenwirkungen auftreten, die man nicht haben will. Zum Beispiel, dass man dann doch das ein oder andere Kilo zunimmt. Jetzt neben dem Abnehmen, das ist jetzt gerade noch eine Sache, die mir eingefallen ist, weil die ketogene Ernährung ist ja jetzt, zieht ja nicht nur darauf ab, Fett zu verbrennen. Was sind denn noch andere der Vorteile, wenn man sich ketogen ernährt? Auf was wirkt es sich sonst noch aus, außer auf das Körpergewicht? Also ein schönes Beispiel ist immer das schwedische Gedächtnis. Sportler, die in Wettbewerben teilnehmen, diese Ernährung wirklich als Wettkampfdiät einsetzen, weil du halt wirklich fokussiert bist, weil du wirklich viel wacher bist. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin nicht so der Mensch, der sich gut Namen merken kann. Wenn er drei Menschen vorgestellt wird oder vier Menschen, dann denke ich beim vierten, oh Mist, jetzt hättest du eigentlich zuhören sollen und dir das alles merken sollen. Und ich habe es gemerkt, dass ich, als ich beim Fernsehen gearbeitet habe, in Ketose, du konntest mir das 20-Mann-Kopf-Team vorstellen und ich musste eigentlich gar nichts weiter tun, sondern das Gehirn war irgendwie richtig wissbegierig und merkbegierig und viel aktiver. Also man kann wirklich die Konzentration und die Merkfähigkeit wirklich stark steigern. Das sind Sachen, die Leute immer wieder berichten. Dann ist es so, dass man fitter wird, oft weniger Schlaf braucht. Und statt Menschen, die bisher einfach nach 10 Stunden immer noch gerädert waren, halt nach 7 Stunden topfit sind. Und es ist definitiv so, dass die Ketose einen gewissen Sättigungseffekt hat. Du wirst unabhängiger von Mahlzeiten. Du kriegst diesen drängenden, flehenden Hunger nicht mehr, sondern bist eigentlich relativ gemütlich satt, weil diese Ketonkörper an sich eine gewisse sättigende Wirkung im Gehirn haben. Und lass mal nachdenken. Ganz wichtig ist der Einsatz bei Epilepsie, wo bei Kindern wirklich in zig Studien nachgewiesen die Anfallshäufigkeit sinkt, allein durch ketogene Diät. Super interessant. Ich habe gerade einen Kumpel, der Vater ist und dessen Sohn Epilepsie hat. Und dem hatte ich schon den einen oder anderen Artikel weitergeleitet. Aber das werde ich ihm auch nochmal vorspielen, weil also das ist super. Also da sind Studien, die gehen zurück bis 1905, 1910. Und es gab sogar schon mal einen Film dazu mit Meryl Streep, nennt sich First Do No Harm. Ich glaube von J.J. Abrams, aber nicht der, der Star Wars gemacht hat. Also ein anderer Abrams. Einen Film darüber gedreht. Wirklich ausführlich mit einer tollen Schauspielerin Meryl Streep, weil sein eigener Sohn nämlich Epilepsie hatte und die Ärzte wirklich das ein und andere Medikament immer wieder versucht haben und es hat nichts gebracht und keiner hat ihm erzählt, dass ketogene Diät so ein tolles Mittel ist und er hat durch Zufall diese Ernährungsform gefunden. Und fortan hatte sein bis dato sehr leidender Sohn keine Anfälle mehr. Und das hat ihn wirklich so aufgeregt, dass er darüber mal einen Film gedreht hat. Und den kann man Menschen empfehlen, die sich da vielleicht mal von einem Vorbild beeinflussen lassen möchten, wie es halt auch geht ohne Medikamente. Aber man muss dazu sagen, dass die ketogene Diät für Epilepsie wirklich sehr, sehr, sehr strikt sein muss. Und dass man das auch immer unter ärztlicher Aufsicht tun muss. Und das ist, glaube ich, bei Kindern besonders schwierig, die natürlich gewohnt sind, auch in der Schule, da weiß nicht, ihre Gummibärchen auszutauschen und so weiter. Da, glaube ich, hilft auch nicht nur, dass man als Elternteil so ein bisschen die Hand drauf hat, da muss auch vom Kind her, glaube ich, schon eine enorme Disziplin mitkommen. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Das Kind muss aber auch eigentlich in einem Alter sein, wo es das versteht, was da jetzt eigentlich, warum es das jetzt machen muss, warum es nicht diese Gummibärchen essen kann. Weg von Epilepsie und zum Sport nochmal, weil eine Frage, die mir auch oft gestellt wird, ist, und da ich eben diese Erfahrung hatte mit diesem Gewichtsverlust, macht es Sinn für einen Sportler, der, sagen wir mal, besonders im Kraftsport aktiv ist, sich ketogen zu ernähren? Also zum Beispiel einen Gewichtheber. Das ist wirklich schwierig, gerade bei Sportlern. Bei Ausdauersportlern würde ich sagen, ja, sofort, bitte, ernähr dich ketogen. Weil du einfach deinen Fettstoffwechsel so dermaßen trainierst, dass du bei deinem Marathon gegen keine Wand mehr laufen wirst, sondern einfach halt laufen kannst, ohne dass du diese Gels die ganze Zeit brauchst. Bei einem Kraftsportler ist es so, dass der Muskel die Ketonkörper relativ schnell verbraucht. Und der Muskel dann durch die anaerobe Aktivität auf Glucose angewiesen ist. Also wenn er im aeroben Stoffwechsel ist, wie bei einem Ausdauersportler, dann kann er
A, Ketonkörper oder B, auch Fettsäuren verwenden. Sobald der Muskel aber in einem anaeroben Stoffwechsel aktiv ist, wie es bei Krafttraining der Fall ist, dann kann er die Fettsäuren nicht mehr verbrennen, sondern er verbrennt entweder Glucose oder Ketonkörper. Die Ketonkörper sind relativ schnell weg und wenn ich mich dann ketogen ernähre, habe ich eigentlich nicht so viel Glucose, die schnell zur Verfügung stehen kann. Ich würde sagen, wenn dieser Mensch bereit ist, 3 Monate lang auf einer niedrigeren Intensität zu trainieren, dann kann er ketogener Ernährung eine Chance geben, um einfach seinen Fettstoffwechsel zu trainieren, um gerade in der sportlichen Aktivität unterhalb der anaeroben Schwelle fitter zu werden, mehr Leistungsfähigkeit zu bekommen. Und dann, nachdem er 3 Monate seinen Stoffwechsel wirklich super trainiert hat, seinen Fettstoffwechsel auf Vordermann gebracht hat, dann kann er gezielt zu Wettkämpfen wieder gewisse Kohlenhydrate zuführen, um einfach von beiden profitieren zu können. Vom Kohlenhydratstoffwechsel und vom Fettstoffwechsel. Wenn aber jemand sagt, ich habe jetzt nächsten Monat einen großen Wettkampf und möchte mich darauf vorbereiten, dann würde ich ihm nicht raten, jetzt noch die ketogene Diät zu starten, weil seine Leistung in der ersten Zeit definitiv darunter leiden wird. Okay, ist verstanden. Nee, macht auch Sinn. Also es gibt ja einen, den hast du auch kennengelernt, einen Experten in den USA, Dominic D'Agostino, der ja ein absoluter Kraftprotz ist und der nach 7 Tagen Fasten noch 500 Pfund gedeadliftet hat, also Kreuzheben. Und der sagt, dass ja, wenn man genügend Ketonkörper im Blut hat, diese auch antikatabol wirken, also verhindern, dass Muskeln abgebaut werden. Also das ist ganz klar eigentlich die Hauptaufgabe, auch beim Fasten, dass Ketonkörper vor Muskelabbau schützen. Nun, genau. Und Dominic ist jetzt ein Verfechter oder ein Fan von sogenannten exogenen Ketonsalzen oder Ketonestern. Jetzt, es gibt dort sehr viele widersprüchliche Stimmen. Hast du dazu schon eine Meinung? Ja, wir hatten ja vorhin gesprochen über die Ketoadaption. Da hatten wir drüber gesprochen, dass am Anfang der Körper nach und nach Ketonkörper produziert, aber das Gehirn erstmal gar nicht so viel damit anfangen kann. Das heißt, wenn ich jetzt mich ganz normal ernähre und mittags meine Semmel gegessen habe, abends mein Schweinsbraten mit Knödel und mir dann denke, hey, am nächsten Morgen gibst du dir mal eine Dosis exogene Ketonkörper, weil läuft super, dann wirst du definitiv einen starken Anstieg der Ketonkörper verzeichnen können in deinem Blut. Die werden aber relativ schnell wieder über den Urin ausgeschüttet. Das hatten wir vorhin auch gesagt, dass Insulin der Gegenspieler von Ketonkörpern ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel exogene Ketone zu mir nehme und dazu eine Breze esse, dann wird das Insulin, das aufgrund der Kohlenhydrate der Breze ausgeschüttet wird, sofort dafür sorgen, dass die ganzen teuren aufgenommenen exogenen Ketone schön in der Toilette landen. Das hat dann also wenig Effektivität. Aber wenn sich jemand sowieso schon ketogen ernährt, wenn er sich kohlenhydratarm ernährt, wenn er einen super trainierten Ketostoffwechsel hat, wenn das Gehirn ketoadaptiert ist und mit diesen ganzen Ketonen auch was anfangen kann, dann können diese exogenen Ketone sicherlich nochmal als Booster wirken und den vorhandenen Ketonkörperspiegel nochmal erhöhen und nochmal das Gehirn intensiver mit Energie versorgen. Aber ob sie dann wirklich einen Vorteil noch haben gegenüber MCT-Öl zum Beispiel, was ja auch super schnell in Ketonkörper umgewandelt wird, da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ja, also da gibt es auch, ich habe mittlerweile auch so ein paar Experten in dem Bereich, unter anderem Dr. Veach und Ben Greenfield dazu befragt, die auch meinen, dass die derzeitigen Produkte, also es gibt anscheinend schon exogene Ketonprodukte, die funktionieren, die allerdings sehr, sehr teuer sind. Also wir sprechen davon irgendwie 3.000 Euro pro Flasche. Aber die derzeitigen Markt sind so hoch an Salzen, teilweise 5-mal die empfohlene Tagesdosis von der irgendwie Gesellschaft für Ernährung in den USA, was oft nicht so viel heißt, aber 5-mal ist doch sehr hoch. Und dass das dann anscheinend auch den Blutdruck beeinflussen kann und zu anderen ungewollten Nebenwirkungen. Ja. Also es ist noch nicht zu Ende gedacht, es ist gerade so ein bisschen der Anfang von dieser. Und dazu wollte ich auch noch sagen, weil das ist ein ganz interessanter Punkt, weil viele Leute auch meinen, hey, ich habe meine Ketonkörper gemessen und die sind sehr hoch. Und dazu müsste eigentlich immer die Frage kommen, wie hast du die gemessen? Denn im Urin oder im Blut sind zwei komplett unterschiedliche Baustellen. Ja. Im Urin, kannst du erklären kurz, aber das ist... Ja, genau, also im Urin misst du die Ketonkörper, die der Körper ausgeschieden hat. Es muss ja erstmal dazu kommen, dass der Körper auf die Idee kommt, Energie zu verschwenden, weil prinzipiell ist der Körper einfach
von der Evolution so eingerichtet, dass er äußerst sparsam mit jeglicher Energie umgeht und er wird eigentlich einen Teufel tun, Ketonkörper, die er sich mühsam hergestellt hat, aus Fett in der Leber umgewandelt, über den Urin wieder wegzuwerfen, nenne ich das jetzt mal. Das macht er dann, wenn er sie nicht gebrauchen kann. Wenn der Körper noch nicht richtig ketoadaptiert ist und du isst zum ersten Mal eine ketogene Diät, dann steigen deine Ketonspiegel im Blut, aber der Körper kann noch gar nicht wirklich was damit anfangen. Der Überschuss wird über den Urin ausgeschüttet. Und viele Menschen verzeichnen ganz zu Beginn der ketogenen Ernährung einen Anstieg der Ketonkörperkonzentration im Urin und wundern sich dann, warum das nach 3 Wochen weniger wird. Und denken sich, oh mein Gott, was mache ich jetzt falsch? Ich esse ich etwa nicht mehr richtig. Ich habe keine tollen Ketonwerte mehr in meinem Urin. Es liegt aber daran, dass einfach mittlerweile das Gehirn und alle anderen Organe und Gewebe im Körper so trainiert sind, Ketonkörper zu verstoffwechseln, dass sie einfach verbraucht werden und gar nicht mehr ausgeschüttet werden. Das heißt, langfristig ist definitiv Blutketonmessung die genauere Variante. Und mit einer Blutketonmessung kriegst du ja auch eine richtig konkrete Zahl angezeigt und nicht nur eine Verfärbung zwischen lila und rosa, wie auf dem Urin-Ketonstreifen. Ja, total interessant. Also ich denke, hast du da ein bevorzugtes Messgerät, das es zu erwerben gibt? Soll ich es mal schon holen? Gibt? Ich habe es hier irgendwo liegen. Es liegt da drüben. Ja, hol es mal schnell. Warte kurz. Können wir raus. Also ich benutze... Und im Blut misst man Beta-Ketone, heißen die. Also mit Beta-Keton-Teststreifen misst man die Ketonkörperkonzentration im Blut. Beta-Keton-Teststreifen. Mhm. Wir verlinken das mal in den Shownotes, weil ich finde es einfach interessant, wenn es dann ein Produkt gibt, das sich bewährt hat. Ja, ich möchte aber dazu sagen, es gibt auch noch den Glucoman. Der ist nicht von Freestyle und ich glaube, der hat günstigere Teststreifen. Also viele meiner Kunden benutzen den. Und ich denke mal, dass diese beiden Produkte wirklich ebenbürtig sind und nur... Der Preis, glaube ich, sich unterscheidet vom Gerät und den Teststreifen. Und das sind in der Regel Produkte, die eigentlich für Diabetiker hergestellt werden, um eben zu überprüfen, ob sie in diese gefährliche Ketoazidose kommen. Und man kann auch den normalen Blutzuckerspiegel damit messen. Ah, okay, super. Okay, wow, wir haben schon einen Haufen beantwortet. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Also zum einen, wie ist es denn mit Alkohol in Ketose? Kann man das ein oder andere Glas Wein bedenkenlos trinken oder... Nicht zu empfehlen. Ich kann dir sagen, dass ich das tatsächlich bei mir noch nie gemessen habe, weil ich einfach keinen Alkohol trinke, in der Regel. Bravo. Ich hab deine die Frage gelesen, die du mir geschickt hattest, ob Wein, ein Glas Wein die Ketose beeinflussen würde. Und ich dachte mir, verdammt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich habe das bei mir noch nie gemessen. Was passiert, wenn ich Wein trinke, weil ich keinen Wein trinke? Aber im Prinzip... müsste es eigentlich so sein, dass die Ketonkörperkonzentration erstmal unbeeinflusst bleibt, was aber ganz davon abhängt, was du trinkst. Also ein Wein kann ja auch sehr viele oder sehr wenig Kohlenhydrate enthalten, je nachdem, ob er ein genau. süßer Wein ist oder weniger süßer Wein. Aber der enthaltene Alkohol per se führt jetzt erstmal nicht dazu, dass die Ketonkörperkonzentration sich verändert. Er führt aber dazu, dass die Fettverbrennung erstmal unterbrochen wird, weil der Körper einfach dem Abbau von Alkohol den Vorrang gibt. Und wenn die Fettverbrennung erstmal unterbrochen und gestoppt wird, führt es natürlich dazu, dass nicht so viele Ketonkörper nachkommen. Also ich würde sagen, dass es durchaus einen Einfluss hat. Nicht so stark wie Glucose. Und wenn ich jetzt quasi einen Mojito mit viel Zucker trinke, ist wahrscheinlich der Effekt des Zuckers viel ausschlaggebender als der des Alkohols. Interessant, ja. Das ist genauso ein Thema. Und warum ich die Frage auch hineingestellt habe in meinen Katalog ist, ich habe auf der Paleo FX einen kennengelernt, den Todd White, der eine Firma gegründet hat oder leitet, das sich auf ketogene Weine spezialisiert hat. Die Firma heißt Dry Farm Wines. Dave der war doch auch auf der Bulletproof Conference. Genau, also Dave Asprey ist sein Partner mittlerweile. Und der hat eine Party geschmissen, da war ich dann auch eingeladen, wo dann auch Ben und Abel James und diverse andere Leute Wein verkostet haben. Und er meinte, er wäre schon seit 2 Jahren keto-adaptiert und in Ketose, würde aber viel Wein trinken und die Weine werden sozusagen zuckerfrei. Allerdings bin ich da, also da muss ich mich auch noch mal ein bisschen mehr einlesen, weil ich glaube, du brauchst ja Zucker für den Alkohol. Also die Wein hat ja immer Zucker. Ursprünglich hat der Traubensaft Zucker, der wird dann natürlich vergoren durch den Gärungsprozess einfach. Und
am Ende des Prozesses enthält der Wein weniger Zucker als der Traubensaft ursprünglich. Und da ist es halt die Frage, wie stark der Zucker unterwegs in diesem Prozess reduziert wird. Ob es Wein wirklich komplett ohne Kohlenhydrate gibt, da bin ich einfach zu wenig der Weinspezialist. Ja, da muss ich mich auch noch ein bisschen. Also, ich finde das super. Das war auch ein total cooles Dinner. Ja. Abgesehen davon, ich wundere mich immer wieder, wie viel Wein eigentlich auf Paleo-Events getrunken wird. Ja, Wahnsinn. Teilweise. Das so gilt als irgendwie wilde, der Alkohol der Natur. Als wilde Fermente. Ja. Genau. Wow. Also, jetzt meine letzte Frage zur Ketose und dann würde ich nochmal vielleicht ein paar Fragen, persönliche Fragen stellen. Und zwar. Das hatte ich auch neulich herausgefunden. Es gibt ja, soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es gibt, glaube ich, nur neben dem Menschen die milchgebende Kuh, die noch in die Ketose kommt. Und sonst kein anderes Tier. Ist das wahr? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich bisher tatsächlich mit der Ketose beim Menschen beschäftigt. Das ist eine coole Frage. Werde ich mal nachforschen, ob jetzt meine Katze theoretisch in Ketose kommen kann. Würde also, mich echt mal interessieren. So wie ich es verstanden habe, kann ich dir ja kurz erklären, das interessiert dich bestimmt, dass zum Beispiel Bären, die ja Winterschlaf machen, die sich sehr fettreich ernähren, die allerdings nie wirklich in die wissenschaftliche Ketose kommen, sondern die das Fett verstoffwechseln in Glycerin und letztendlich dann wieder in eine Zuckerart und darauf fahren. Also die fahren eigentlich auf Fett, aber das Fett wird verstoffwechselt und Dr. Veach hat das erwähnt. Er meinte, es wäre anscheinend ein evolutionärer Vorteil der Menschen gewesen, die dann in die Ketose kamen, auf der Mammutjagd, so hat er das beschrieben, und deswegen sich die Ketose durchgesetzt hat beim Menschen und bei der milchgebenden Kuh. Allerdings bei allen anderen Tieren, auch die sehr viel Fett essen, dort findet dieser genaue Mechanismus der Ketose nicht wirklich statt. Fand ich interessant. Aber so, wir können sie einfach mal so offen lassen. Ja, das ist echt interessant, weil also ich habe mich, glaube ich, zu viel mit Humanstudien beschäftigt. Ich habe jetzt mal spontan danach gesucht, was ketogene Diät bei Mäusen macht. Sie nehmen ab. Die Energy Expenditure wird erhöht. Das heißt, sie verbrauchen mehr Energie durch die ketogene Ernährung, was beim Menschen auch passiert. Du kannst als Mensch tendenziell mehr Kalorien essen in der ketogenen Ernährung, als du mit der normalen Ernährung essen könntest, ohne zuzunehmen. Also ich habe mal eine Experimentreihe gemacht, wo ich 4000 Kalorien am Tag gegessen habe. Das war im Winter, komplett ketogen. Ich habe über 2 Monate hinweg kein einziges Kilo zugenommen, obwohl 4000 definitiv mein Stoffwechsel, also meinen Energieverbrauch überstiegen hat. Mir war einfach wirklich, wirklich warm. Hätte ich jetzt 5000 gegessen oder noch mehr, hätte ich sicherlich auch irgendwann zugenommen. Aber bis zu einem gewissen Grad funktioniert es, dass die einfach warm wird. Weil zum Beispiel, du kennst es sicher bei MCT-Effekten, die können einfach nicht 1:1 mal eben im Fettgewebe gespeichert werden. Die werden verbrannt, kurbeln den Stoffwechsel an und dir wird einfach warm. Du verbrauchst mehr Energie in der ketogenen Ernährung, das ist definitiv so. Aber es ist halt nicht open-end. Du kannst es nicht bis in alle Höhe treiben. Übrigens nochmal zum MCT-Öl, weil ich weiß, dass du eben an einem Artikel arbeitest. Wie ist deine Haltung zu MCT-Öl, zu C8 auch? Ist das derzeit beste Lebensmittel, um eine ketogene Ernährung zu unterstützen? Die besonders positiv fürs Gehirn sind, kombiniert. Ich bin ein absoluter Fan von MCT-Öl und ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe neulich mal gemessen, hatte am Tag zuvor ein Refeed, wo ich wirklich bei einem Abendessen 150 Gramm Kohlenhydrate aus Reis und Süßkartoffeln gegessen habe, also echt viel. Da fliegst du normalerweise wirklich aus der Ketose, wenn du nicht trainiert bist, fliegst du für mehrere Tage aus der Ketose. Ich lag am nächsten Morgen bei einem Wert von 0,3 Millimol pro Liter, habe dann einen Butter-MCT-Öl-Kaffee getrunken und war nach einer halben Stunde bei 1,3 Millimol pro Liter. Habe dann mir nochmal eine Portion gemacht und war im Laufe des Tages bei 2,3 Millimol pro Liter. Und das nach einem Abend, an dem ich wirklich 150 Gramm Kohlenhydrate gegessen habe. Und da ist, um schnell wieder in Ketose zu kommen, MCT-Öl halt wirklich super potent. Ja, also ich bin auch ein großer Fan von MCT-Öl. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich doch den Effekt doch nochmal schneller und intensiver spüre bei reinem C8-Öl. Nur C8, okay.
Allerdings ist es auch Kunst wie gesprungen so ein bisschen, weil ich glaube, das ist dann wirklich, das befindet sich in einem Bereich, der für die normalen Leute wahrscheinlich nicht mehr so spürbar ist. Ja. Du hast jetzt sicherlich auch keine großen Gewichtsprobleme, wo du deinen Stoffwechsel nochmal anheizen müsstest. Deswegen ist natürlich für dich die kognitive Leistungssteigerung viel interessanter als. Genau, ja. Nee, das genau so ist es auch, denke ich. Und ich kombiniere ja sowieso beides. Also ich nutze sowohl normales 70-30 MCT als auch C8 und fahre damit auch sehr gut. Nee, ich bin auch ein großer MCT-Verfechter. Super, wow. Allerdings, also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn ich tatsächlich morgens so einen MCT-Kaffee trinke, dann mittags nochmal irgendwie so einen Salat mit viel Rohkost und MCT-Öl-Dressing und dann vielleicht abends nochmal MCT-Öl in meinen ersten Packer, dann gibt es tatsächlich irgendwann so einen stechenden Bauchschmerz. Da muss man aufpassen, dass man die Menge insgesamt nicht übertreibt. Das habe ich jetzt schon öfter bemerkt und auch gehört von Kunden. Ja, heute erst wieder eine Nachricht bekommen von einem Kunden, der sagt, er hat Bauchschmerzen. Absolut. Da muss man echt aufpassen. Genau, muss man sich wirklich vorsichtig rantasten. Ich, ehrlich gesagt, nehme es auch nur am Vormittag. Mhm. Und hin und wieder dann mal zu Mahlzeiten abends. Aber eigentlich habe ich, würde ich sagen, 90% meiner MCT-Öl Verzehrung meines Verbrauchs am Morgen. Am Morgen. Und ja, damit fahre ich eigentlich ganz gut an. Mich würde mal wirklich interessieren, auf welchem Mechanismus es passiert, dass MCT-Öl Bauchschmerzen verursachen kann. Finde ich auch sehr interessant. Also besonders, anscheinend ist ja auch die Kombination von Kaffee und MCT in dem Sinne gewinnbringend, da im Kaffee noch diese Polyphenole sind, die als Nahrung für Darmbakterien dienen. Und diese sozusagen dann eben wachsen, dass die dann wieder. Das ist Butyrat. Jetzt. Nee, im Butterkaffee ist es das Butyrat aus der Butter, was super für. Genau, ich meine die Polyphenole aus dem Kaffee. Okay, ja. Die gelten als, ich glaube, Präbiotika. Also die dienen tatsächlich auch, da muss ich mich vorsichtig vorwagen, aber tatsächlich ist Kaffee, gilt als Präbiotikum. Kaffee okay. Selbst. Das ist ja cool. Kaffeespezialist bist du dann mehr. Ja, nee, also diese Kombination, ganz ehrlich, ich glaube, jeder sollte das mal für sich selber ausprobieren und sich langsam herantasten, weil tatsächlich dieses viele Fett bei vielen Leuten zu Unstimmigkeiten in der Magen-Darm-Region führen. Und wenn man allerdings sich langsam herantastet, also wirklich mit einem Teelöffel beginnt und definitiv, dann also steigert, wirklich gering anfangen. Ja. Also nicht gleich mit irgendwie 3 Esslöffeln und nochmal irgendwie einem halben Pfund Butter rein. Das wird nicht am Anfang definitiv, wie sagt Dave Asprey so schön, Disaster Pants. Genau. Kelly Starrett hat es eigentlich als erster, glaube ich, sogar Dave Asprey erzählt. Also das steht im Buch. Aber okay. Genau möchte so ist man es. Vermeiden, deswegen immer schön langsam anfangen. Genau so ist es. Ja. Marina, Wahnsinn, das ist so viel super Content jetzt, den wir in diese Dreiviertelstunde oder so gepackt haben. Ich möchte jetzt trotzdem noch mal ein paar Rapid-Fire-Questions dir stellen. Einfach noch mal, um so ein bisschen das Persönliche rauszuholen, weil ich kenne dich ja auch als Person und ich möchte einfach unseren Zuhörern so ein bisschen vorstellen, wer du eigentlich bist. Und ich muss dazu sagen, ich finde es so beeindruckend, weil du bist ein Duracell-Häschen. Vielleicht auch. Ich glaube, leider ja. Also ich bin echt unruhig, wenn ich am Wochenende nichts zu tun habe. Aber das bin ich schon so, seit der Grundschule ist das schon so. Also ich glaube, das. Genau, und deswegen, ich fände jetzt interessant, neben der ketogenen Ernährung oder Ernährung generell an sich, wofür kannst du dich denn im Moment am meisten begeistern? Was ist so etwas, was dich anturnt? Ja, ich bin da ganz viel am Schreibseln und Machen und Tun und plane und viele Dinge, über die ich noch gar nicht so sprechen darf, leider. Also die Dinge, die mich gerade tatsächlich am meisten begeistern, darf ich noch nicht öffentlich machen. Weil da nicht nur ich mit drin stecke, sondern so der ein oder andere Fremde auch noch. Und tatsächlich die Dinge, mit denen ich gerade wirklich die meiste Zeit verbringe, die sieht man außen nicht, die sieht man nicht auf der Plattform Foodpunk. Und die begeistern mich gerade auch am meisten. Und ich würde gerne, total gerne jetzt was darüber sagen, aber es sind mir so ein bisschen die Hände gebunden oder die Zunge gebunden. Was begeistert mich denn am zweitmeisten? Lass mal nachdenken. Ich habe gestern Schokokookies gebacken. Kohlenhydratarm und ketogen geeignet. Also die Entwicklung von saugesunden, super leckeren und trotzdem
ketogen oder kohlenhydratarm Teilchen, das begeistert mich gerne. Hat mich sehr begeistert. Sehr, sehr spannend. Ja, da bin ich immer wirklich gespannt, was da noch alles kommt von dir. Ich hoffe, ich kann da bald mal was zu palabern. Sehr, sehr gut. Dann vielleicht, weil du ja das aktiv mitgestaltest und ich bin mir sicher, das, was du nicht erwähnen darfst, hat auch damit zu tun. Aber wie siehst du denn, sagen wir mal, die menschliche Ernährungsweise in 10 Jahren beziehungsweise vielleicht sogar in 100 Jahren? Wie werden wir uns ernähren? Du und ich, wir sind jetzt zum Beispiel Menschen, die das aktiv mitgestalten, aber ich denke, wir haben immer noch einen Gestalter, der viel mächtiger ist und der viel mehr Geld im Rücken hat als wir, und das ist halt leider die Industrie. Und ich denke mal, dass sich, wenn wir die große ganze Ernährung von Deutschland jetzt betrachten, wir immer weiterhin auch in 10 Jahren leider nur einen kleinen Teil der Menschen insgesamt erreichen werden und die Mehrheit in 10 Jahren vielleicht noch mehr zu veganen Ersatzprodukten wie dem Tofu-Truthahn, habe ich noch nicht gesehen, ein ganzer Tofu-Truthahn, greifen wird und solche Produkte, glaube ich, leider immer weiter ansteigen werden. Und unsere Zielgruppe, die Menschen, die sich wirklich Gedanken machen, sich natürlicher ernähren wollen, sich anders ernähren wollen als der Mainstream, die wird sicherlich größer, aber ich denke nicht, dass wir irgendwann die Mehrheit in absehbarer Zeit einnehmen werden. Was hältst du von zum Beispiel Transhumanismus oder der Verschmelzung Mensch und Maschine? Glaubst du, es wird irgendwann so weit kommen, dass wir vielleicht gar keine Nahrung mehr zu uns nehmen müssen, sondern irgendwie also mit Kapseln auskommen? Soylent. Ja. Soylent, genau, Soylent, Embryonite. Puh, ich kenne jemanden, mein Vater, der sagt mir seit 20 Jahren, boah, ich hasse Essen. Wenn du mir eine Kapsel geben würdest, ich würde sie nehmen, dann müsste ich nicht mehr essen. Er findet das mega anstrengend. Ich denke mal, aber sehr viele Menschen werden dem widersprechen und sagen, ihnen würde was fehlen, wenn sie nicht wirklich auch noch diese Genuss, diesen Teil des Genusses am Essen irgendwie noch mit hätten. Aber ich glaube, dass es sicherlich so den ein oder anderen High-Performer gibt oder den Programmierer, der halt gerne nächtelang, tagelang durchprogrammiert, oder Menschen, die bei der Börse arbeiten, die an der Börse arbeiten. Pokerspieler. Also recht Pokerspieler, Alina. Menschen, die einfach so einen anderen Fokus haben, dass sie keine Zeit und keinen Bock haben, irgendwie jetzt auch noch Essen zu genießen. Und ich denke mal, es ließe sich sicherlich ein Produkt entwickeln, was jemanden gut versorgen kann, auch ohne jetzt eine Vielfalt an Gerichten kochen zu müssen. Aber mein Fall wäre es nicht. Wenn du ein Schild aufstellen könntest irgendwo und es könnte eine Message an die Gesellschaft draufstehen, was würdest du draufschreiben und wo würdest du es hinstellen? Warte mal, das ist eine coole Frage. Hier in meiner Gegend nicht, hier ist nichts los. Wenn dann irgendwie auf den Marienplatz in München, zentrale Stelle, ich würde es nicht vor eine Fastfood-Kette stellen. Also das kann ich ausschließen, weil die Menschen mögen es nicht, wenn sie vor den Kopf gestoßen sind. Wenn ich auf dem Weg in den Burger King oder in McDonald's bin, dann möchte ich zum Teufel niemanden haben, der ein Schild hochhält und sagt, hey, das ist alles falsch, was du tust. Also man muss die Leute dort treffen, wo sie auch empfänglich dafür sind und wo sie nicht gleich auf eine Abwehrhaltung gehen. Wobei, ich war heute in einem Café, die hatten ein super schönes Gästebuch auf der Toilette und das war wirklich vollgeschrieben und die Leute fanden es toll, da während sie so gemütlich ihre Zeit verbracht haben, weiterzuschreiben. Ich glaube, es ist ein guter Ort, um Informationsbücher zu verteilen, weil die Leute sich da die Zeit nehmen können, das mal genauer anzusehen. Das hat heute in diesem Café, wo ich war, sehr gut geklappt. Wobei das jetzt, wenn es ums Essen geht... Na, aber das finde ich interessant, das ist eine gute Antwort. Also auf der Toilette würdest du einen Ding... Ich muss echt noch überlegen, was da draufsteht. Davon hängt es auch ab, ob das die geeignete Örtlichkeit wäre. Ich kann das gleich kombinieren mit einer der letzten Fragen, die ich immer gern stelle. Welche ist? Was würdest du gerne, dass unsere Zuhörer von diesem Podcast behalten, wenn es nur eine Sache sein kann? Woran sollen sie sich erinnern? Die sollen sich wirklich, wirklich fundiert vorher informieren. Auf meinem Schild würde stehen, informier dich und nimm dein Leben in die eigene Hand. Also ich möchte auch zum Beispiel mit meinem Blog einfach die Lust daran wecken, diese Zusammenhänge wirklich auf einer tieferen Ebene, auf einer wissenschaftlichen Ebene zu verstehen. Weil nur wenn ich es verstehe, kann ich aktiv danach handeln und mein Leben verändern. Und ich möchte nicht, dass jemand irgendwas macht, nur weil bestimmte Regeln und bestimmte Gurus sagen, das ist richtig, sondern am liebsten wäre mir wirklich, wenn das jeder
sich so weit damit auseinandersetzen würde, dass er versteht und die Logik dahinter sieht, warum er was macht. Super, ne, finde ich sehr gut. Glaub nichts, informier dich. Sehr gute Message. Das ist das Schild und das wird stehen überall. Fantastisch, super. Dann, ich denke, die letzte Frage kann ich mir sparen, wo die Reise mit Foodpunk noch hingeht. Ja, das ich glaube, ist ja genau der Punkt, den ich leider nicht so laut aussprechen kann. Nee, so. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Aber wenn wir jetzt trotzdem unseren Zuhörern nochmal sagen wollen, wo sie dich finden können, dann hast du jetzt nochmal die Chance zu sagen, wo sie dich finden können. Cool. Ganz easy, auf Facebook einfach Foodpunk eingeben. Und zwar nicht Foodpunk mit dem T am Ende, das macht manch einer ganz gerne, sondern Foodpunk, wie der englische Begriff Punk, in einem Wort oder auf www.foodpunk.de. Genau. Fantastisch. Ich glaube, jeder, der bis jetzt noch zugehört hat, der wird wirklich, dem wird schon der Kopf rauchen und der wird sofort hassen, irgendwie. Ja, ich so viel rede. Ach, überhaupt nicht. Aber die Zusammenhänge sind ganz im Gegenteil. Nun mal einfach nicht so einfach. Da muss man manchmal einfach ausholen, damit es keine Falschinformationen gibt. Du, ich sagte, ich habe jetzt schon viele Episoden aufgenommen und das war wirklich eine, die von, ich glaube, von dem Wert, von dem Inhalt her, wirklich eine der dichtesten war. Cool. Hat echt Spaß gemacht. I said, empty your mind. Be formless. Shapeless. Like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle. It becomes the bottle. You put it in a teapot. It becomes the teapot. Be water, my friend.